Hallo und willkommen bei Move in Z und zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Thorsten und ich möchte euch heute mal in einem schnellen Video die neue Cura 5.3 Version vorstellen. Denn hier gibt es wirklich einige sehr interessante Dinge zu entdecken, insbesondere dann, wenn ihr zum Beispiel einen Multimaterial-Extruder oder einen IDEX-Extruder besitzt. Zum Beispiel sehen wir hier dieses neue Feature bezüglich der Interlocking Structure. Was ist also dieses neue Feature? Ihr seht hier schon, man kann hier mehrere Materialien miteinander verbinden, die werden ineinander verarbeitet und das Interessante daran ist, und das zeige ich euch jetzt mal hier auf der Cura Webseite, diese Materialien sind eigentlich vollkommen inkompatibel miteinander, sowohl von der Eigenart her bezüglich der Haftung als auch theoretisch, was die Temperatur angeht. Und hier habt ihr nun erstmalig die Möglichkeit in Cura automatisiert diese Materialien miteinander zu verbinden. Mit dieser Funktion, gerade wenn man ein IDEX-Extruder hat, hat man ja keine Temperaturprobleme und es letztendlich ja nur an dem Thema Haftung liegt, hat man hier die Möglichkeit, diese Materialien dann doch miteinander zu verbinden. Wer sich für dieses Thema noch stärker interessiert, der kann gerne mal hier auf diese Seite schauen. Hier gibt es nämlich eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu diesem Thema und hier gibt es auch wirklich eine ganze Menge zu entdecken, auch eine ganze Menge Ideen, wie man zum Beispiel flexible Teile hier erstellen kann, inkompatible Teile miteinander verbinden kann. Hier gibt es auch eine Menge Formeln und auch wirklich eine Menge Theorie, die man sich hierzu anschauen kann. Also wer da mehr wissen will, kann einfach mal hier reinschauen. Ich lege den Link dann in die Videobeschreibung mit rein. Doch wie funktioniert das Ganze nun? Ich habe mir hier dieses Testmodell von Thingiverse runtergeladen, werdet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung finden, um das einfach mal auszuprobieren. Im Prinzip ist es relativ einfach. Wie immer bei Multimaterial-Komponenten wählt ihr erstmal für jedes Teil eine eigene Farbe bzw. ein eigenes Material aus. Ich habe das bereits gemacht. Einmal hier in hell, einmal hier in dunkel. Füge diese Materialien bzw. diese zwei Objekten dann zusammen. Also ich merge die zwei Modelle und gehe nun in den experimentellen Bereich und aktiviere hier die Funktion Generate Interlocking Structure und habe hier nun diverse Möglichkeiten, die Funktion noch etwas in der Tiefe zu bearbeiten und zu verfeinern. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Standard und klicke mal auf Slice und wir schauen uns an, was passiert. Nun, von oben sieht das jetzt alles noch reichlich unspektakulär aus. Wir schauen einfach mal ins Innere. Und hier sehen wir schon, wie das Material oder die Materialien, muss man ja eigentlich sagen, miteinander verwachsen und hier auch schön miteinander kombiniert werden. Sehr cool, finde ich wirklich klasse und das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Gesagt, getan. Und hier sehen wir dann auch schon einen halbfertigen Druck. Naja, ganz halb ist er nicht. Vor allen Dingen, TPU wurde mit PLA vertauscht. Dementsprechend sieht es natürlich auch aus, denn die Einstellungen für die Filamente waren falsch. Aber ich glaube, man kann schon ganz gut erkennen, wie das miteinander alles verschränkt und verwachsen ist und dass das sicherlich auch irgendwo halten kann bis zu einer gewissen Zugfestigkeit. Also tatsächlich sehr, sehr interessant. Und ja, natürlich habe ich den Druck auch einmal vollständig laufen lassen und auch natürlich mit den richtigen Materialien an der richtigen Stelle. Und das sieht so aus. Ein zumindest optisch natürlich sehr schöner Druck. Und schaut euch mal die Funktion an. Das ist doch wirklich cool. Das gibt doch ganz neue Möglichkeiten. Und man kann das natürlich im Video schlecht darstellen, aber die Zugkraft ist schon ziemlich deutlich spürbar. Und ja, da kann man ohne Probleme Papier und alles Mögliche dranhängen. Das passt dann schon. Das hält ein bisschen was aus. Ebenfalls neu wurden überarbeitet die Funktion Z-Naht. Hier soll im Falle einer Z-Naht auf keine bzw. auf Ausrichtung Non eine deutlich kohärentere Abstimmung der Z-Naht geschehen. Das heißt nicht mehr willenlos über das Objekt verteilt, sondern einfach etwas zusammengefügter und nicht mehr so willenlos verteilt und überall hatte man diese kleine Pickel auf dem Objekt. Das fand ich in der Vergangenheit schon etwas seltsam. Übrigens gelegentlich, warum auch immer, kam das ja auch vor, wenn man die Z-Naht fest eingestellt hatte, auf intelligent verbergen oder so. Auch hier kam es ja immer mal wieder zu seltsamen Effekten. Also dieser Bereich scheint wohl verbessert worden zu sein.
Auch die Supportstrukturen sollen nun deutlich verbessert sein. Hier möchte man ebenfalls die Supportstrukturen besser anordnen in Zukunft und auch unnötige Supportstrukturen deutlich besser vermeiden. Hier mal ein kleines Beispiel zu dem Thema Stützstrukturen. Einmal die 5.2.1 Cura-Version Tree Support mit 45 Grad. Wir sehen hier schon, wie die Stützstruktur angebracht wurde. Und naja, so einige Bereiche, die müssten ja tatsächlich nicht sein. Gut, wir haben natürlich 45 Grad eingestellt. Aber jetzt schauen wir doch einfach mal, was macht denn Cura 5.3 besser an dieser Stelle? Und so sieht das Ganze in Cura 5.3 aus. Wir sehen schon deutlich bessere Abfangung bei 45 Grad an den Elementen, wo es auch darauf ankommt. Und hier unten haben wir nur noch ein ganz kleines Elementchen stehen. Viel mehr braucht es da tatsächlich auch nicht. Also hier hat sich offensichtlich das ein oder andere getan. Wie gut das Ganze in der Praxis dann tatsächlich umgesetzt wird, bei auch deutlich komplexeren Strukturen, das muss ich natürlich noch zeigen. Toll finde ich auch, dass der Prim nun optimiert wurde und der Druck des Prims deutlich schneller funktionieren soll, einfach aufgrund der konzentrischen Anordnung der Linien. Und noch eine Neuheit bzw. eine Überarbeitung befindet sich hier im Print Settings Menü. Wenn man die empfohlene Variante des Menüs nutzt, sieht man hier nun deutlich mehr Funktionen. Hier wurde das Menü also überarbeitet, vor allen Dingen erweitert um die wichtigsten Funktionen, die man ebenso braucht. Ich denke, für die meisten von uns ist das jetzt gar nicht so interessant und so wichtig. Viele werden natürlich die umfangreichere Version des Menüs nutzen, da sie einfach hier deutlich mehr Optionen haben, auch Dinge einstellen zu können. Ja, auch einen kleinen Bug musste ich leider finden in dieser Software. Ich habe nämlich in meinem Cura-Profil eine Einstellung, die ich leider nicht konfigurieren kann. Ich kann diesen Bug einfach nicht rauskonfigurieren. Und zwar handelt es sich hierbei um die neue Funktion Small Layer Printing Temperature. Diese wird aktiviert im Bereich des Coolings. Macht ja auch durchaus Sinn, finde ich absolut interessant. Und ihr seht schon, bei mir wird die hier rot angezeigt. Drücke ich nun auf Slice, kriege ich folgende Meldung. Unable to slice with the current settings. The following settings have errors. Small layer printing temperature. Nun gut, jetzt denkt man, man könnte ja hier eine andere Temperatur einstellen. Zum Beispiel die Temperatur meines Materials. Wird aber ebenfalls rot angezeigt. Drücke ich auf Slice, geht nichts. Wähle ich eine Temperatur darunter, zum Beispiel 195 Grad, geht ebenfalls nicht. Auch 230 funktioniert nicht. Nehme ich den errechneten Wert, wären ja die 200, drücke Slice, funktioniert auch nicht. Ich habe schon auf GitHub gesehen, dass nicht nur ich das Problem habe und das Problem, wie gesagt, auch schon reported wurde. Das Ganze läuft über den Report-Tracker 14.8.1.2 und ihr seht hier genau die Situation, die ich gefunden habe, gibt es auch hier. Die Fehlermeldung ist hier ein bisschen anders. Woran das liegt, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Aber grundsätzlich ist auch die Beschreibung identisch und es gibt auch wohl schon einen Workaround. Ich denke, das wird in den nächsten Versionen auch gefixt werden. Insofern hoffen wir mal, dass das Ganze auch ohne diesen Workaround bald funktionieren wird. Zusätzlich zu den bereits erwähnten neuen Funktionen gab es auch über 75 neue Drucker anderer Hersteller, die hinzugefügt wurden. Also hier wirklich ein dickes, fettes Update und natürlich eine große Anzahl an Bugs, die gefixt wurde. Wer sich für die Details hier interessiert, kann ja mal auf die GitHub-Seite von Ultimaker gehen. Hier findet ihr eine Menge Details und eine Menge Informationen, was alles genau hier an dieser Stelle gefixt wurde und erneuert wurde. Ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Drucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.